Im Mittelalter diente dieser Kirchhof als Versammlungsplatz. Und im 18. Jahrhundert ist er noch als Schulstandort überliefert. Heute sind noch einige Gräber von Priestern, Adligen und einem Bürgermeister zu sehen. Durch fehlende Inschriften an der Grabdarstellung ist es zu einer falschen Identität dieser Frau gekommen. In Longisch als Olschen-Grabmal bekannt, sie wurde als Dorothea Eligia von Benzerath angesehen. Diese Adlige war im Hexenregister als Hexe oft benannt worden. 1989 erschien eine neu ausgewertete Urkundensammlung. Es handelt sich hier um Maria von der Neuerburg. Maria von der Neuerburg wurde geboren um 1500. Gestorben ist sie 1574. Drei überlebensgroße Heiligenfiguren wurden 1771 am Kirchturm und an den zwei Dachschrägen des Kirchenschiffes aufgestellt. Zu sehen ist Maria als Himmelskönigin dargestellt. Zu ihren Seiten stehen zwei Bischöfe, die für die Abtei St. Maximin eine große Bedeutung hatten. Sie sind beide dargestellt mit Bischofsstab und Mütze. Der heilige Maximinus und der heilige Willibrord. Wenn man von außen in die Kirche hereinkommt, dann wundern sich manche Fremde, die den Kirchenraum nicht kennen, dass das barock ist, weil von außen lässt das die Kirche einfach nicht vermuten. Heute am Tag des Denkmals haben wir in Longisch die Kirche wieder für ein paar Stunden geöffnet. Das ist leider nicht immer der Fall. Wir haben die Kirche nur am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, für 2 Stunden geöffnet, aus Sicherheitsgründen, damit nichts von den schönen, wertvollen Sachen hier aus der Kirche verschwindet. Wir zeigen gern unsere schöne barocke Ausstattung von der Kirche, die wirklich was Besonderes ist. Denn seit der Erbauung 1771-72 ist die Kirche erbaut worden, ist durch die verschiedenen Kriegseinwirkungen nichts Wesentliches zerstört oder abhanden gekommen. Und das ist ganz schön selten. Auch durch die Modernisierungswelle in vielen Jahrzehnten, wo mancherorts die Ausstattung ausgeräumt worden ist und modernere Sachen eingeräumt worden sind. Das war in Longisch Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben die alte barocke, oder man muss sagen Rokoko-Ausstattung, weil es war die Endzeit im Barock, die haben wir beibehalten. Als 1771 diese Kirche erbaut worden ist, war die alte, kleine, gotische Vorgängerkirche, die war zu klein und baufällig geworden. Und der damalige Abt von St. Maximin in Trier, der Abt Willibrord Wittmann, dessen Gemälde wir ganz frisch restauriert angebracht haben vor 10 Tagen, der war der Geldgeber der Kirche. Er hatte einen großen Wirtschaftshof hier in Longisch, der angrenzend an der Kirche, der Maximinerhof, heute noch zu sehen ist. Und da konnte sehr viel Wein im Keller eingelagert werden. Und das hat auch einen Teil des großen Reichtums von der Abtei St. Maximin in Trier bedeutet. Und dem Abt war es auch wichtig, das zu zeigen, indem er einen solchen prachtvollen, wunderschönen barocken Bau erstellt hat. In anderen Kirchen wurde oft darüber gestritten, wer was zu zahlen hat. Also hier war es ganz klar, der Abt macht das, der Turm war zwar immer Sache der Gemeinde und deswegen ist der Turm vielleicht auch in den unteren Geschossen, der alte, stehen geblieben, aus der romanischen Kirche, aus der gotischen Kirche. Der Turm wurde immer beibehalten und nach oben hat man 2 Geschosse in der Barockzeit erhöht und hat leider, oder es war so üblich, einen spitzen gotischen Spitzhelm draufgesetzt, obwohl andernorts auch schon mal eine schöne barocke welsche Haube aufgesetzt worden ist. Aber im Trierer Land war das scheinbar so beliebt, dass man den gotischen Spitzenkirchturm beibehalten hat. Man sieht einen wunderschönen Säulenaltar mit viel Gold, mit vielen barocken Ausschmückungen, angefangen von den goldglänzenden gewölbten Kartuschen, von den Kapitellen, die golden oben ein korinthisches Kapitell darstellen, von imitierten Vorhängen. Zum Beispiel steht der heilige Laurentius unter einem Vorhang, der natürlich aus Holz geschnitzt ist, aus Eichenholz geschnitzt ist. Das Ganze sieht ja aus bei den Säulen, als wäre es Marmor, aber man hat das imitiert. Es sind in Wirklichkeit Eichenholzsäulen. Es sollte aber der Eindruck erweckt werden, dass es einfach sehr kostbar und kostbare Materialien verwendet worden sind. Zwischen den Säulen sind wunderschöne
Blütengehänge ausgebildet mit Sommerblumen, wie Art Sonnenblumen und so weiter, die auch eine Ähnlichkeit mit der Kirche in St. Pauli in Trier aufweisen. Vielleicht kann man davon ausgehen, Paulinkirche wurde 2 Jahrzehnte früher gebaut, dass man da sich einen Blick geholt hat und das vielleicht imitieren wollte. Ganz oben im Altarauszug sieht man Gottvater, der segnend die Hand hochhält, die andere Hand hält er über die Erdhalbkugel. Er hat ja die Erde erschaffen, er ist der Erschaffer der Welt. Er thront über den Wolken, die silbernen Wolken sind zu sehen. Als Zeichen der Dreifaltigkeit hat er den Dreiecknimbus hinter seinem Haupt. Unter ihm ist auffallend unser Schutzpatron von Longisch, der heilige Laurentius, aufgestellt. Das ist selten, sonst ist oft nur eine göttliche Person, Maria oder die 4 Evangelisten dort aufgestellt, aber hier ist es Laurentius. Er ist für Longisch ein ganz wichtiger Heiliger. Er ist der Schutzpatron der Winzer und Weinbauern und natürlich an seinem Kirschweihfest wird er besonders geehrt. Einer alten Tradition zufolge legt man ihm an seinem Festtag am 10. August eine Weingirlande in die Hand. Und das wird immer noch beibehalten. Und weil das Kirschweihfest auch unsere Longischer Weinkirmes ist, ist dann hier immer ein sehr festliches Hochamt. Er ist dargestellt im Strahlenkranz. Er hat ein Ros zur Seite gestellt. Das ist ein Symbol für seinen Märtyrertod. Denn es ist überliefert, dass er im Glauben für Gott starb, weil er dem römischen Kaiser widersprochen hat und das Geld nicht ihm ausgeliefert hat, den Kirchenschatz, sondern dass er das Geld an die Armen Roms verteilt hat. Und daraufhin hat man ihn zum Tode verurteilt. Rechts von ihm steht zwischen den Säulen der heilige Petrus. Er ist mit dem Kreuz nach unten dargestellt, weil er sich nicht würdig fand, genauso gekreuzigt zu werden wie Jesus Christus. Und er hat in seiner linken Hand 2 Schlüssel. Das sind die Schlüssel, die die Schlüsselgewalt des Petrus darstellen. Er ist in der Nachfolge Jesu, er ist der erste Bischof. Und die Schlüssel deutet man auch, die Schlüssel zum Binden und zum Lösen für das Himmelreich. Auf der anderen Seite, Petrus gegenüber, ist zwischen den Säulen die heilige Barbara aufgestellt. Sie hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Erstens hat sie schon in der Vorgängerkirche einen eigenen Altar gehabt. Jetzt ist sie in die Altarmitte vorgerückt und sie hält in die Mitte einen Kelch mit einer Hostie. Und wenn man die anderen Personen am Hochaltar sich anschaut, die blicken alle in Richtung Hostie. Selbst Gottvater von oben, der heilige Laurentius, der heilige Petrus, sie schauen alle in Richtung Kelch zur Altarmitte hin. Und dieser Kelch mit der Hostie soll die Zusicherung geben, wer auf das Brot Christi vertraut, dem wird nichts passieren. Das ist der Schutz im Tod, in Gefahr. Und das war in der Barockzeit ganz wichtig, weil die schauende Verehrung war viel wichtiger, als wir das heute kennen. Heute geht man oft zur Kommunion, aber das war damals überhaupt nicht so. Man ging ganz selten zur Kommunion und es hat schon gereicht, wenn man die Hostie angeschaut hat. Die Hostie anschauen konnte man auch am Tabernakel vorne, der als barocker Drehtabernakel gearbeitet ist. Jetzt steht da ein schönes Kreuz, aber wenn man diesen Altar, den oberen Teil, den Tabernakelaltar dreht, dann kommt eine wunderschöne Monstranz zur Geltung, die auf dem Fuß auch den heiligen Laurentius abgebildet hat. Das können wir jetzt leider nicht sehen. Unter dem Kreuztabernakel ist auch der Schrank, wo die Hostie aufbewahrt wird. Also das ist eigentlich der Mittelpunkt des Altares, aber es fällt auf, dass das unscheinbar ist. Wichtig oder auffallend ist hier der Laurentius im Strahlenkranz, der in der Mitte des Altares steht und die Figuren. Oberhalb vom Tabernakelaltar ist noch ein Zeichen für Jesus Christus angebracht, der Pelikan, der seine 3 Jungen im Nest sitzen hat und sie füttert. Und der Sage nach hat er dadurch seine Jungen am Leben erhalten können. Es ist eine Sage, aber deswegen ist er zum Opferungssymbol für Jesus Christus geworden und ein Zeichen für Jesus Christus. Die Seitenaltäre sind im Prinzip gleich gearbeitet wie der Hochaltar, nur in bescheidener Ausführung.
Dort ist der Marienaltar. Maria ist als Maria Immaculata dargestellt, als die unbefleckte Empfängnis. Sie hält das königliche Zepter in der Hand. Sie hat zwar keine Königskrone auf dem Kopf, nur einen schönen Blütenschmuck. Sie tritt der Schlange auf den Kopf. Ihre Füße stehen auf der Erdhalbkugel, wo die Schlange sich rundherum ringelt. Und im ganzen Chorraum, Hochaltar und die Nebenaltäre sind insgesamt 12 Engel verteilt. Mal stehen sie, mal sitzen sie, mal sind sie anbetend neben dem Tabernakel aufgestellt. Die 12er-Zahl ist ein Zeichen für das himmlische Jerusalem. So wie Jerusalem 12 Tore mit 12 Wächtern hat, so kann man auch sagen, sind die 12 Engel auch ein Zeichen für das himmlische Jerusalem. Auf den Podesten, die ausschwingen, sieht man zwei sitzende Engel. Einer hält die Hand so nach oben. Wir nennen den hier den Verkündigungsengel. Der sagt, von da oben ist Gott gekommen, geboren. Und er weist mit der anderen Hand zum Tabernakel, zur Altarmitte hin. Da wohnt er heute. Das ist das Haus Gottes. Da ist sein Sitz. Die Engel sind im Barock ja immer Zeichen des Göttlichen. Nicht wie in der Renaissance, dass sie als Beiwerk oder als Eroten dargestellt worden ist. Die Engel haben im Barock die Bedeutung, auf Gott hinzuweisen. Ganz schön sieht man das auch zum Beispiel bei der Maria am Seitenaltar. An der Seite von ihrem Gewand lugt nur so ein kleines Engelsköpfchen raus. Nur ein Köpfchen ist es. Maria hat ja kein Kind auf dem Arm, aber das Engelchen soll vielleicht anzeigen, Maria wird das Jesuskind auf die Welt bringen. Auf dieser Seite sehen wir den Katharinenaltar. Katharina ist dargestellt als Königstochter und mit ihren Marterwerkzeugen. Sie ist als Märtyrerin für ihren Glauben gestorben und das ist dargestellt, dass sie in ihrer rechten Hand das Schwert hält und das zerbrochene Rad ist an den Füßen bei ihr abgestellt. Denn der Legende nach ist das Rad zerbrochen und der erzürnte Kaiser hat sie dann noch mit dem Schwert enthaupten lassen. Die Legende von der heiligen Katharina besagt Folgendes. Katharina war eine Königstochter von Alexandrien. Unter Kaiser Maxentius, das war Anfang des 4. Jahrhunderts, soll sie den Tod erlitten haben. Als Katharina Widerstand leistet, bei einem römischen Opferfest den Göttern zu huldigen und es ihr sogar gelingt, 50 Gelehrte und Philosophen vom christlichen Glauben zu überzeugen, lässt der erzürnte Kaiser sie grausam martern. Das Marterrad zerbricht allerdings, weil Blitz und Donner vom Himmel geschickt werden. Schließlich wird sie durch das Schwert enthauptet. Engel tragen ihren Leichnam auf den Berg Sinai. Die originale Kommunionbank, die ist dreifach geschweift und durchbrochen gearbeitet, die ist auch original erhalten geblieben aus der Erbauungszeit. Die Ewiglichtlampe aus Silber ist auch aus der Erbauungszeit. Sie hängt über dem neuen Zelebrationsaltar, neu deswegen, weil er vor 50 Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Vorschrift nach aufgestellt worden muss. Und seitdem steht der Priester am Altar mit dem Blick in die Menge und nicht mehr wie früher, dass der Priester mit dem Rücken vor dem Hochaltar stand. Das älteste Einrichtungsstück in unserer Kirche ist dieser Taufstein. Er stand schon in der Vorgängerkirche. Er besteht aus zwei Kalksteinteilen, wohl aus der Römerzeit, die ursprünglich aber nicht zusammengehörten. Auf der unteren kannelierten Säule ist ein korinthisches Kapitell aufgesetzt, das innen ausgehöhlt die Taufe bildet. Zwei Reihen Akanthuslaub, das sind die Verzierungsblätter, vergleichbar dem Wiesenbärenklau. Die zieren dieses verkürzte Kapitell, das augenscheinlich von einer riesigen Säule herstammen muss. Denn klassischerweise wurden drei Reihen Akanthuslaub ausgebildet. Deshalb ist die Herkunft aus unserer Umgebung noch nicht gesichert. Oberhalb vom Taufbecken steht auf einer barocken Konsole der heilige Johannes der Täufer aus dem frühen 18. Jahrhundert. Erkennbar ist er an dem beigefügten Lamm und dem Kreuzesstab mit der Fahne, die mit der Inschrift Ecce Agnus Dei, seht das Lamm Gottes, auf sein Wirken und auf das Hinweisen auf Jesus Christus aufzeigt. Auf sein Leben in der einsamen Wüste deutet auch die Fellstruktur von seinem barocken Gewand hin. Die Osterkerze steht auf einem alten schmiedeisernen Ständer und immer wenn ein Kind getauft wird, ist ja auch die Osterkerze angezündet.
Auch der heilige Josef stammt aus der Erbauerzeit, 18. Jahrhundert. Er ist erkennbar an dem Jesuskind, das er auf seiner linken Hand trägt, und in der rechten Hand trägt er die Lilie. Die Lilie ist ja das Zeichen der Reinheit, die dem heiligen Josef oft beigefügt ist. Die spätgotische Madonna mit der Traube stammt wahrscheinlich aus einer Mainzer Schule. Ganz typisch für diese Zeit ist der verlorene Blick der Maria und der gotische Essschwung. Ein ganz leichter Essschwung ist angedeutet. Diese Darstellung, wie Maria dargestellt ist, bezieht sich auf die geheime Offenbarung nach Johannes. Ein großes Zeichen erschien am Himmel, ein Weib bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf dem Haupte. Maria hält eine Traube in der Hand und das Jesuskind hat davon eine Beere bereits genascht und hält noch eine Beere oder zwei in der Hand. In der anderen Hand hält das Jesuskind die Erdhalbkugel. Die Traube symbolisiert zum einen das Blut Christi, das zur Erlösung der Menschheit vergossen wurde, und zum anderen steht sie in der Verbindung mit der mittelalterlichen Vorstellung von Maria als der Weinrebe, die uns das Heil der Welt gebracht hat. Die Krone zeigt stilisiertes Weinlaub an. Das Füßchen des Kindes, wenn man genau hinschaut, ist zum Betrachter hingedreht, und das deutet an, hier dringt später der Kreuzesnagel ein. Die Nacktheit, die zeigt die Schutzbedürftigkeit und die Verletzbarkeit an. Besonders auffallend ist der Mond zu Füßen von Maria. Er zeigt ein Gesicht, und diese gesichtsgefüllte Mondsichel ist ein Zeichen für die Vergänglichkeit alles Irdischen. Auch die Kanzel zeigt ganz typische barocke Ausschmückungselemente, zum Beispiel die quastenbesetzten Lambrequins, ein oberer und ein mittlerer sind zu sehen. Der Schalldeckel ist zum Beispiel mit diesem Lambrequin verziert. Diese Bommeln und Quasten, die darunter hängen, nennt man Lambrequin. Ganz oben auf dem Schalldeckel sitzt ein in die Posaune blasender Engel. Das ist auch ein Zeichen für die Verkündigung des Wortes Gottes. Wenn der Priester auf die Kanzel stieg, hat er das Kruzifix im Rücken gehabt. Er hat die Heilig-Geist-Taube an der Unterseite von der Kanzel angebracht, über seinem Kopf schweben. Das waren alles Zeichen, hier ist der Ort der Verkündigung des Wortes Gottes. Ganz besonders interessant ist das Chronogramm, was auf dem aufgeschlagenen Buch der Heiligen Schrift auf dem vorderen Feld der Kanzel zu sehen ist. Das ist ein lateinischer Text. In Deutsch übersetzt bedeutet das: Wenn du das Wort Gottes hörst, verhärte nicht dein Herz. Das war auch ein Appell an die Zuhörer, das ernst zu nehmen, was der Pastor von der Kanzel verkündete. Diese Inschrift, wo die Buchstaben groß in Gold hervorgehoben sind, diese Inschrift ergibt zusammengezählt das Erbauungsjahr der Kirche, nämlich 1772. Die Kirche ist zwar 1771 vom Turm her fertiggestellt worden, aber die Inneneinrichtung ist erst im folgenden Jahr zu Ende gebracht worden. Und zwar zeigt jede Seite des geöffneten Buches die zusammengezählte Zahl von 1772 an. Nach unten ist ein wunderschöner Fruchtzapfen oder Traubenzapfen oder Pinienzapfen, wir wissen es nicht genau, ausgebildet. Die zwei Beichtstühle sind aus der Erbauerzeit. Hier ist der Ort des Schuldbekenntnisses und der Versöhnung. In der Nähe des Eingangsbereiches wurden sie in die Fensternischen eingebaut, rechts und links vom Mittelweg. Im Mittelteil befindet sich der Priestersitz, zu den Seiten abgeteilt mit dem Sprechgitter. Die Beichtenden knieten im Wechsel zu den Seiten, ein Vorhang schirmte sie ab. Seit dem letzten Konzil vor 50 Jahren hat sich in dieser Beichtpraxis sehr viel geändert. Heute kann auf Wunsch ein Beichtgespräch mit dem Priester verabredet werden. Die barocken blumengefüllten Vasen auf dem Aufsatz des Beichtstuhls können dekorativ gedeutet werden, sie können aber auch ein Hinweis auf das himmlische Paradies sein. Die 14 Kreuzwegbilder wurden 1941 von der Trierer Kunstmalerin Kat Becker in moderner Art geschaffen. Sie ersetzten einen alten, neugotischen Kreuzweg. Katharina Becker war die Schwester des später hier eingesetzten Pfarrers Becker. Sie war
mit ihrer neuen modernen Art, den Leidensweg von Jesus darzustellen, sehr gut angekommen bei dem damaligen Diözesankonservator Nikolaus Irsch, der feststellte, dieser moderne Stil mit seinen zarten Pastelltönen passt sich besonders harmonisch in das barocke Gesamtbild der Kirche ein. Besonders schöne alte Gestühlwangen sind in dieser Kirche auch zu sehen. Einmal ist der heilige Laurentius darauf abgebildet, mit dem Rost an der Seite, so wie er auch im Hochaltarbereich dargestellt ist, als unser Schutzpatron. Und auf der anderen Seite ist Petrus mit dem Schlüssel dargestellt, der auch im Hochaltar präsent ist. Diese alten Gestühlwangen stammen aus der Vorgängerkirche noch und sind mit am wertvollsten im Bistum. Rund 100 Jahre nach der Erbauung der Kirche erst wurde eine Empore eingebaut, 1865. Eine erste Orgel wurde erst 1897 angeschafft. Der Dechant Schmal aus Longisch erwarb aus eigenen Mitteln diese Orgel. Und die Neuanschaffung einer zweiten Orgel wurde erst 1933 möglich, durch den Nachlass einer Longischer Witwe namens Frick. Es ist eine Orgel der Gebrüder Späth aus Ennetach, Westfalen. Sie hat 21 Register und kostete 11.200 Mark. Die Heilige Familie. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde diese Dreiergruppe, Jesus, Maria und Josef, besonders oft dargestellt. Diese Gestaltung im sogenannten Nazarenerstil war nach dem Geschmack dieser Zeit und hielt auch in dieser Kirche später Einzug. Jesus von Nazareth war mit seiner Familie Vorbild. Der Nazarenerbund, so nannten sich die zusammengeschlossenen Bildhauer, strebten eine Erneuerung des Glaubens mit ihrer religiösen Darstellung an. Den gleichen Stil zeigt auch die Pieta Maria und Josef im Hintergrund. Maria hält ihren toten Sohn auf ihrem Schoß nach der Kreuzabnahme. An Reue und Buße erinnert in dieser Kirche auch eine alte Wendetafel, die am alten Hochaltartisch zu sehen ist. Auf der Rückseite dieser Tafel ist die arme Seele im Fegefeuer abgebildet. Ein Mensch, der von lodernden Flammen umringt ist, der wartet, dass er erlöst wird. Die Vorstellung der damaligen Zeit. Wir sehen hier eine alte Kirchentruhe vom Beginn des 18. Jahrhunderts, die jahrelang in der Sakristei und im Pfarrhaus gestanden hat, und zwar aber leider der Schlüssel abhanden gekommen. Diese Truhen wurden früher als Tresore verwendet, um wichtige Unterlagen oder auch Geld aufzubewahren. Die ist sehr, sehr schwer, eisenbeschlagen und verfügt über ein Geheimschloss. Also das hier ist ein Tarnschloss. Von hier kommt man nicht an das Schloss der Kiste, sondern muss einen geheimen Mechanismus auslösen. Das geht, indem man hier einen Stift in eine Vertiefung drückt und gleichzeitig diese Verzierung herunterdrückt. Dann springt dieses Schloss hier auf. Ja, und wenn man das herumklappt, kommt man erst an das Schlüsselloch heran. Der Schlüssel ist gerade nicht da, deswegen kann ich jetzt das Öffnen nicht dokumentieren. Ja. Wenn aber die Kiste geöffnet ist, dann sieht man von innen diesen hochkomplizierten Mechanismus. Er schließt mit einer Schlüsselbewegung 12 Schlösser.